Jede dritte Frau auf dieser Welt ist von partnerschaftlicher Gewalt betroffen. In diesem Podcast brechen Frauen ihr Schweigen und erzählen von ihren toxisch-narzisstischen Beziehungen und die Gewalt, die sie durch ihre Partner erleben mussten. Narzissmus und toxische Beziehungen sind kein individuelles Beziehungsproblem, sondern ein gesellschaftliches, das sehr tief verankert ist. An dieser Stelle auch eine Triggerwarnung, denn in vielen Erzählungen wird sehr detailliert über verschiedene Formen der Gewalt gesprochen. Die Geschichten, die du hören wirst, sind immer gleich. Das Einzige, das sich ändert, sind die Namen der Frauen, die sie erzählen. Und wenn du diese Geschichten bis zum Schluss gehört hast, lass gerne eine Bewertung für den Podcast da und unterstütze dabei, dass partnerschaftliche Gewalt kein Tabuthema mehr bleibt. Und wenn du den Verdacht hast, in einer narzisstischen Beziehung zu sein, bleib unbedingt dran. Denn am Ende von jeder Folge, ab jetzt, werde ich dir einen kleinen Tipp mitgeben. Die heutige Geschichte handelt von Anja. Anja lebt in Bayern, war 1,5 Jahre mit einem Narzissten zusammen und ist heute seit 16 Jahren getrennt. Hat sich entschieden, ihre Geschichte zu teilen, wahrscheinlich auch zum ersten Mal. Also erstmal ganz herzlich willkommen im Podcast. Ich bin die dritte Frau, Anja. Ich freue mich, dass du dabei bist und dass du nach so langer Zeit den Mut gefasst hast, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Hallo Christina, schön, dass ich hier sein kann. Super gerne. Und wir haben es vorhin ja schon im Vorgespräch festgestellt. Ich habe dich gefragt, wie du auf den Podcast gekommen bist. Und du hast mir gesagt, dass eine Freundin den Podcast gehört hat und sie dich darauf aufmerksam gemacht hat. Wie hat sie das gemacht? Ja, wir waren zusammen spazieren und dann sagt sie, Mensch, du, ich höre da gerade einen Podcast und ich habe irgendwie gedacht, da erzählt jemand deine Geschichte. Also sie hat da Ähnlichkeiten und Parallelen hergestellt. Also gesehen. Jetzt ist es so, nach 16 Jahren, es ist natürlich eine lange, lange Zeit, aber das Thema scheint ja doch, nachdem du dir einige Folgen angehört hast, vielleicht nicht so präsent zu sein, aber wieder präsent. Das heißt, durch das Hören der Podcasts wurde da was in dir ausgelöst. Was hat es mit dir gemacht, diese Geschichten zu hören? Ja, also es hat mir doch deutlich gemacht, dass er ganz klar ein Narzisst ist und vor allen Dingen, dass ich auch an dem Ganzen nicht schuld bin. Also das trägt man ja so eigentlich mit sich rum und denkt immer, naja, vielleicht, ne? Habe ich ja doch irgendwas dazu beigetragen oder irgendwelche Anteile, vielleicht habe ich doch was falsch gemacht, überreagiert etc. pp. Genau, ja. Ganz viele Frauen melden mir zurück, dass sie durch den Podcast ganz viel Erleichterung auch erfahren. Und nicht nur das, ganz viele wissen nach den Folgen, erkennen sie ihre Beziehung wieder und hätten nie gedacht, dass das so einen Namen hat oder dass es das ist, was sie gerade erleben. Nämlich eine Beziehung, in der sehr viel Gewalt vom Täter, von dem Narzissten ausgeht, dass das überhaupt Gewalt ist. Ja, genau, so ist es. Und fangen wir gleich damit an. Gott sei Dank warst du ja nur 1,5 Jahre mit diesem Mann zusammen. Aber auch in diesen 1,5 Jahren ist sehr viel passiert. Wie hast du diesen Mann kennengelernt, Anja? Ich habe ihn erstmal nur durch Erzählungen von einer Bekannten bin ich auf ihn aufmerksam geworden und ich denke umgekehrt wahrscheinlich genauso. Die Bekannte hat ihm von mir erzählt und mir von ihm und hat sich, glaube ich, gedacht, das wäre doch ein ganz schönes Couple. Und ja, er hat sich von seiner Freundin getrennt. Sie hat sich von ihm getrennt. Sie hat ihn betrogen und verlassen. So ein netter Kerl. Das hat er gar nicht verdient. Und ja, und ich habe mich aus einer langjährigen Beziehung getrennt, weil ich mir einfach was anderes vorgestellt hatte. Also ich wollte heiraten, ich wollte Kinder, ich wollte das alles ein bisschen anders haben. Das war bei uns ein bisschen eingeschlafen. Und ja,
Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, von der Bekannten eben so ein bisschen, die wollte das, dass wir so vielleicht zusammenfinden. Also da hat jemand Matchmaker gespielt. Genau. Altmodisch gesagt, verkuppelt worden. Genau, so Okay. ja. Wie war denn euer erstes Aufeinandertreffen dann im realen Leben? Also, wir haben uns bei dieser Bekannten getroffen, die wollte ihren Laminat neu verlegen und dann haben wir uns praktisch im Baumarkt getroffen, weil er ein großes Auto hat. Und dann haben wir ihr Laminat geholt, also nur er und ich zusammen natürlich. Das hat sie so eingefädelt gehabt und dann hat er mir erzählt, dass er doch unbedingt Familie, Kinder, heiraten und das alles. Und ja, Aha, okay. genau. Also schon. Das war jetzt aber jetzt kein offizielles Date, wenn ich das richtig verstehe. Nee, erstmal nicht. Aber dann, also er hat es dann schon ganz richtig angestellt und ach, du bist so toll und wir könnten noch mal zum Essen gehen. Und ach, und du hast so schöne Hunde und ja, also das ging dann da schon gleich richtig los. Mit mir könnte er sich das alles gut vorstellen. So jemand hat er noch nie getroffen wie mich. Und Ah ja, das klassische Textbuch und die genau. klassischen Aussagen in dieser Love-Bombing-Phase. Und das hat er dir da beim Baumarkt erzählt oder da, wo ihr den Laminat geholt habt, Also beim während der ersten Fahrt hat, Treffen. ja, hat er dann schon angefangen damit und klar, dann haben wir noch was zu essen bestellt und dann, also bei der Bekannten dann und ja, und da ging das eigentlich schon los, ja. Also er hat schon vor der Dating-Phase angefangen, dich zu Eigentlich schon, ja, genau. Love-Bomben. Okay, wann gab es dann das offizielle erste Date und wie ist das so abgelaufen? Das war dann, also eigentlich kurz danach, da haben wir uns dann bei ihm getroffen und ja, das war eigentlich auch ganz nett gewesen. Eigentlich auch ganz nett. Und immer wenn ihr sagt eigentlich. Da frage ich ja immer nach. Warum denn eigentlich? Also es war so, dass ich glaube, er hat so ein bisschen, an dem Abend hat er so ein bisschen Hobbypsychologe gespielt. Also er war dann so neben mir gesessen und sagt, ja, ach, ja, man merkt es, dass dir das so ein bisschen fehlt, mit dieser, na, dass man da so eine glückliche Partnerschaft hat. Und es ist ja oft so, dass Leute, die sich viel mit Tieren beschäftigen, dass denen ja was fehlt. Und dann hat er irgendwie so, hat er so die richtigen Knöpfe gedrückt und dann irgendwann habe ich das Weinen angefangen, warum auch immer. Und dann hat er mich in seine Arme gezogen und dann, ja, dann haben wir uns Also geküsst sozusagen. er hat bestimmt die Informationen, dass deine vorherige Beziehung daran gescheitert ist, dass du eben Kinder wolltest und Familien heiraten und irgendwie einen anderen Blick in die Zukunft hattest wie dein damaliger Partner, die hat er natürlich aufgesogen. Und das tun Narzissten. Also Narzissten beobachten die Auserkorene, aka das Opfer, und das tun sie vom ersten Moment an. Wenn das wie in deinem Fall nicht schon vorher passiert, dass sie an Infos rankommen und sie sich dann dementsprechend auch verhalten und anpassen, sie beobachten einfach alles an euch. Sie hören sehr genau hin, ne? Was macht euch Freude, was macht euch traurig, mit wem versteht ihr euch gut, was ist euch wichtig, was hasst ihr, wie behandelt ihr eure Mitmenschen, wer sind eure Freunde, was für ein Verhältnis habt ihr zu eurem Job, zu eurem Chef oder zur Chefin? Ja, das sind alles Sachen, wovon träumt ihr, wovon habt ihr Angst? Das kriegen gerade vulnerable Narzissten, also gerade verdeckte Narzissten, spielen in der Love-Bombing-Phase oft die Super-Empathen, die super Einfühlsamen und stellen sich da als Gesprächspartner, der sehr verständnisvoll erscheint, zur Verfügung. Und somit catchen sie natürlich A, nicht nur Aufmerksamkeit, sondern geben ein Bild ab, wo die Frau sich denkt, Mensch, was für ein toller Zuhörer, was für ein aufmerksamer und einfühlsamer Mann. Und du lächelst gerade, was natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen, aber du nickst ganz fleißig. Meine nächste Frage wäre, wie hast du dich dann
nach diesem Date gefühlt? Ich habe mich tatsächlich sehr gut gefühlt, also sehr verstanden, gut aufgehoben. Er hat dann auch, also das war mir fast zu schnulzig, aber er hat mir dann also unglaublich ellenlange SMS geschrieben, wie toll ich bin und du bist wie ein Schmetterling und also eigentlich so, ne, wo ich heute denke, aber ja, es ist zu dem Zeitpunkt genau richtig angekommen. Und ja, Ein poetischer Narzisst also. genau. Okay. Allerdings habe ich später diese ganzen Sprüche, die er mir da geschrieben hat, die er mir gesagt hat, die hat er alle selbst, die hat er selbst entworfen, habe ich dann in irgendwelchen Kalendern gefunden. Also es war, Ja, groß ja. ist ihr Repertoire nicht. Also wenn man sie nicht kennt, wenn man diese Struktur nicht kennt, dann denkt man, das sind sehr eloquente Menschen. Aber auch gerade so im therapeutischen Setting, also wenn dann Paare vor mir sind, wo ich noch nicht weiß, dass er narzisstisch ist, auf meine Fragen in der Paartherapie antworten sie auch durch die Bank weg immer gleich. Also die Antworten weichen minimal ab. Das Endresultat, der Inhalt der Sätze, die sie sagen oder der Antworten, bleibt immer der gleiche. Die Ausdrucksweise ist manchmal nur eine andere. Also es ist tatsächlich ein Text und ein Drehbuch, ein Skript. Wie viele Dates hattet ihr denn, bevor ihr offiziell ein Paar geworden seid? Das ging wirklich sehr schnell, weil ich war eigentlich, als ich ihn dann wirklich kennengelernt habe, war ich gerade am Auszug. Also ich habe mich getrennt und wollte dann auch nichts mehr weiter bei meinem Ex-Partner wohnen und bin dann mit meinen Hunden ausgezogen und bei dieser Bekannten in ein Gartenhäuschen gezogen. Und dann ist er halt immer mal bei mir am Gartenhäuschen vorbeikommen und dann hat er irgendwann gesagt, ah, er kann da nicht schlafen und warum ich nicht einfach zu ihm komme. Und dann bin ich zu ihm und bin dann dort geblieben. Also ich bin dann relativ schnell bei ihm eingezogen. Also das hat, glaube ich, also ich glaube, es hat keine 3 Wochen gedauert oder so. Also das ging wirklich ganz schnell und er hat gesagt, worauf sollen wir denn warten? Und das ist doch alles so toll und ja. Also der Ritter in der shiny Rüstung auf dem Gaul, der die arme Frau aus der Gartenlaube rettet. Richtig. Okay. Wie ging es denn dann weiter, als ihr zusammengezogen seid? Als du zu ihm gezogen bist? Ich habe damals noch gearbeitet und er ist, glaube ich, mal für ein Wochenende ist er ins Ausland. Und als ich dann da mit ihm telefoniert habe, da habe ich schon das Gefühl gehabt, er übt so ein bisschen Druck auf mich aus, warum ich jetzt da noch am Arbeiten bin. Und ich müsste doch eigentlich heim und das laugt dich aus, der Job ist nicht gut für dich und so Aha. weiter und so weiter. Also das ging auch relativ schnell dann schon los, dass das alles schlecht war. Die benutzen mich alle und genau, also. Und diese Sätze kennst du? Die erläutern wir ja auch und die erzählt ja auch fast jedes Opfer in der Form. Die soziale Gewalt fängt an. Also das Isolieren des Opfers von seinem Umfeld. Ja. Und das zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt. Ja, genau. Hat er es denn geschafft? Hast du deinen Job dann aufgegeben? Ja. Also ich muss sagen, es ist dann was sehr Schlimmes passiert. Also zuerst hat er angefangen, also auch mich von meiner Familie abzuschotten. Also meine Mama war die Allerschlimmste für ihn, die mir eigentlich immer sehr, sehr wichtig war. Mama ganz schlimm, meine Geschwister ganz schlimm und das war für ihn also wirklich ein Dorn im Auge gewesen. Und ich kam mit 2 Hunden und auch die waren immer Dorn im Auge und ich hatte einen sehr ängstlichen Hund, der sich auch von wenigen Leuten anfassen ließ. Und er hat dann irgendwann so lange auf mich eingeredet und hat gesagt, wir fahren jetzt mal Wochenende fort, das brauchst du bist total gestresst und
wir fahren jetzt mal weg. Und dann habe ich meine Hunde an seinen Freund, also er hat mich eigentlich gar nicht danach gefragt. Er hat im Endeffekt seinen Freund, einen Freund von ihm beauftragt, dass er die Hunde abholt und wir jetzt dann wegfahren. Und als wir wieder zurückkamen, hat mir der Freund gesagt, dass ihm die Hunde weggelaufen sind. Und dann bin ich sofort los und habe überall gesucht und überall Meldungen gemacht und so weiter. Und letzten Endes sind meine Hunde dann tot aufgefunden worden, aber nicht irgendwann am Straßenrand, sondern die Hunde sind umgebracht worden und sind in einem Waldstück schön drapiert worden. Und ja. Und da tut sich natürlich sofort der Gedanke auf, dass das geplant war. Genau. Genau. Und das, Wie hat er denn darauf reagiert? also eigentlich gar nicht. Ich sehe mich eigentlich immer noch da allein rumfahren, überall rufen, an der Autobahn entlang. Ich habe alles abgesucht. Ich bin tagelang, bin ich rum, habe nach meinen Hunden gesucht. Und die sind mit Abgasen, mit Autoabgasen sind sie umgebracht worden. Und das hat mich so aus der Bahn geworfen, dass ich dann auch gar nichts mehr arbeiten konnte. Also das Das ist wirklich, also ich wage zu behaupten, dass das geplant war. Kanntest du diesen Freund? ja, und ich würde grundsätzlich sagen, dass er kein böser Mensch ist, aber ich weiß auch, dass mein Ex sehr großen Druck auf ihn ausgeübt hat in verschiedenen anderen Situationen auch. Und ja. Okay. Das tut mir sehr, sehr leid. Ja, das Vor war auch. allem, weil ich auch Hundebesitzerin bin und ich weiß, ich glaube, ich kann jeder, der ein Haustier hat, kann nachempfinden, was für ein Schock das einfach ist, ne? Und auch, glaube ich, wenn man im Nachhinein so zurückblickt auf die Ereignisse und diese Puzzleteile und das, was passiert ist in der Beziehung, ergibt es dann doch ein ganzes Bild und man kommt von diesem Gedanken auch tatsächlich nicht los, weil es ist ihnen einfach auch alles zuzutrauen. Ja, also das muss ich wirklich sagen, das war ganz, ganz furchtbar. Also Ja. man ist so extrem leer und man weiß nicht, wem soll man irgendwas glauben. Und er hat es dann immer so in die Richtung zu meiner Familie geschoben. Na, die haben doch da was mit zu tun und überhaupt und na, Ja, ganz bestimmt. so, also dann hatte ich im Endeffekt, ich hatte attestiertes Burnout, habe nichts mehr gearbeitet. Ich habe meine Familie abgeblockt, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht haben sie doch irgendwas damit zu tun. Und ich war, weiß ich nicht, also. Leer. Du warst leer Ja, und genau. voll Trauer. Und da hat er natürlich seine Finger gut mit im Spiel gehabt, dich davon zu überzeugen, dass deine Familie was damit zu tun hat. Wie ging es weiter in dieser Beziehung? Du kennst diese verschiedenen Formen der Gewalt, die es gibt. Die soziale Gewalt hat somit einfach auch schon angefangen, zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Welche Formen der Gewalt hast du ab dem Zeitpunkt des Zusammenlebens denn noch erfahren in dieser recht kurzen Beziehung? Also das fing dann auch relativ schnell mit der körperlichen Gewalt an. Weil er dann auch mich unbedingt davon überzeugen wollte, dass eben meine Familie auch schlecht ist und da in diesem Ganzen mit drinnen steckt. Und er dann immer gesagt, verstehst du das denn nicht? Und
Und dann habe ich da eigentlich schon mal den ersten, hatte mich das erste Mal so geschuckt, dass ich in die nächste Ecke geflogen bin. Also da war ich so schockiert und ich wusste gar nicht, was ich dazu sagen sollte. Ich war einfach nur total schockiert. Da hat er noch drauf reagiert und weil ich dann wirklich auch am nächsten Tag, ich war tief traurig. Ich habe mich so verlassen gefühlt, also so komplett allein. Und da hat er dann noch gesagt, hat er, du bist traurig, gell? Ach, das tut mir so leid und das kommt nichts mehr vor. Und ja, also da hat er noch ein bisschen Reue gezeigt. Aber ja, das ging dann eigentlich immer, wenn ihm irgendwas nicht gepasst hat, dann hat er mich geschlagen oder angespuckt oder ja. Okay. Ging relativ schnell. Körperliche Gewalt ganz massiv. Psychische Gewalt? Ja. Ja. Erniedrigung, Ja, Demütigung, natürlich. Kritik. Ja. Ja, Was hat also er dir so alles erzählt? ja, du kannst gar nichts allein, du brauchst immer nur deine Familie dazu, bist ein kleiner Wurm, du kannst noch nicht mal kochen. Ja, also du kannst nicht einparken, du kannst dich nicht richtig ausdrücken. Er hat mir auch immer das Gefühl gegeben, ich wäre unweiblich, unsauber, ich wäre nicht gepflegt genug. Also er war so jemand, der hat sich praktisch die Wimpern getuscht, ne? Der war jede Woche beim Friseur gewesen. Und das habe ich alles nett gemacht. Also ich war ein ganz normales Mädel halt, ne? Und halt nicht, ich schmink mich nicht viel und das war ihm alles nicht, ja, die Haare nicht ordentlich genug und ja. Also sehr viel Abwertung und sehr viel Ja. Demütigung auch. Hat er, wenn ihr irgendwo wart, hat er Dog Whistling gemacht? Weißt du, was das ist? Nein. Das ist auch eine Form der Abwertung, über die gar nicht so viel gesprochen wird. In dieser Aufklärungsszene, wenn man über Narzissmus berichtet oder erzählt oder da Content erstellt. Und zwar Dog Whistling, das ist, nehmen wir an, du schminkst dich dieses Mal, weil du weißt, dass er vielleicht so ein bisschen das toll findet, wenn du dich ein bisschen mehr schminkst. Ihr geht irgendwo aus und du schminkst dich etwas mehr und er lässt es unkommentiert oder er sagt irgendwie, wie bist du denn geschminkt? Und du denkst dir, na ja, aber er wollte ja immer, dass ich mich etwas mehr schminke. Ne? Und da entsteht so eine unkomische, also entsteht so eine komische Situation, die du schwer einordnen kannst. Ne? Also was denn jetzt? Findet er es jetzt toll, dass ich mich schminke oder nicht? So, und dann geht ihr irgendwie aus, ihr trefft euch mit Freunden und dann ist die Frau oder die Freundin von einem Bekannten oder Freund auch auf dieser Party oder auf dieser Feier. Und er fängt auf einmal an, diese andere Frau zu loben, zu bewundern, ihr Komplimente zu machen, zu sagen, Mensch, ich finde das ja so toll, dass du natürlich bist und dass du dich nicht viel schminkst. Und dieses Schminken ist einfach nur ein Beispiel für diese sehr perfide, sehr versteckte Form der Abwertung. Jeder Außenstehende, der das hört, der denkt sich auch, was für ein charmanter, netter Typ. Aber du als Betroffene weißt, was vorher passiert ist bei euch zu Hause. Und das denn nennt man Dog Whistling. Kennst du solche Situationen? Also ich muss sagen, vielleicht gab es solche Situationen, aber es kommt, also es ist mir jetzt nicht in Erinnerung. Also. Muss ja auch nicht sein, aber weil du das gerade so auch erzählt hast mit dem Schminken und weil er eher tendenziell ja den Anschein macht, dass er eher verdeckt narzisstisch ist, also dieser sehr schwer zu erkennende Narzisst, würde das unter anderem in seine Taktiken oder in seine Manipulationsstrategien passen. Gab es sexualisierte Gewalt? Ja. In welcher Form? Also du meinst jetzt so eine Art Vergewaltigung oder Es gibt
nur eine Art von Ja, das, Vergewaltigung im ja. Sinne von alles, wo nicht zu 100% dein Konsens. Ja, das hatten wir auch. Also sehr häufig sogar. Dass du Angst hattest, es zu verneinen? Zum einen das, aber wir hatten auch richtige Vergewaltigungen. Also das hatte ich auch mehrfach. Ja. Also er hat es nicht akzeptiert, wenn ich gesagt habe, ich möchte nicht. Das ging überhaupt nicht. Also das war was, das hat er nicht akzeptiert. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, bevor es Zirkus gibt, Lass ich es über mich ergehen. ja, mach schnell. Und das ist Vergewaltigung. Ja. Klar. Ja. Hatte er eine Pornosucht, eine Sexsucht? Ging es viel ums Thema Sex? Ja. Also es war komischerweise auch so, also mir sind im Nachhinein sind mir viele Sachen so bewusst geworden. Also er hat oftmals, war bei uns der Sex so geplant gewesen, ne? Also, ja, jetzt mach dich mal ein bisschen schick, dann gucken wir mal, ne, so. Und ich habe dann immer bei uns Viagra-Tabletten gefunden. Also ich glaube, dass er das planen musste, weil es sonst auch nicht funktioniert hätte. Auch etwas, was sich wie ein roter Faden durch alle Folgen zieht, diese ja, Erektionsstörungen, sowohl als auch die Pornosucht und was viele ja nicht glauben können. Aber sehr viele Narzissten sind verdeckt homosexuell. Und wenn man sich mit der Persönlichkeitsstörung und auch der Struktur beschäftigt, macht das auch absoluten Sinn, dass die meisten Narzissten homosexuell sind. Finanzielle Gewalt, Anja? Ja. Wie hat die ausgesehen? Also am Anfang, als ich bei ihm eingezogen bin, hat er gesagt, ja, du ziehst jetzt einfach ein, du musst mir keine Miete bezahlen, das ist schon alles in Ordnung. Und irgendwann kam dann, sag mal, meinst du, du mögst jetzt nicht endlich mal Miete bezahlen? Du wohnst hier völlig umsonst und du beteiligst dich überhaupt gar nicht. Und ja, hab ich gesagt, klar, natürlich zahle ich Miete, ist ja kein Problem, ne? Hab dann die Miete bezahlt, dann hat er Geldschwierigkeiten gehabt, dann hat er gesagt, ja, du hast doch dann noch so eine Lebensversicherung, die kannst du, also, dass du die noch nicht gekündigt hast, dass du mir das noch nicht angeboten hast. Also Lebensversicherung gekündigt, ihm das Geld geben. Dann hatte ich noch 10.000 Euro auf einem Konto und dann sagt er, ja, kannst du mir das leihen? Er braucht es dringend wegen seinem Auto. Ich krieg's wieder zurück. Habe ich auch gemacht. Und hast bis heute das Geld nicht wiedergesehen, Natürlich, wahrscheinlich. natürlich nicht, natürlich nicht. Na, er hat mir ja so viel davon gekauft und wie ich darauf komme, dass ich das noch mal, dass ich dann auch nur einen Cent zurückbekomme. Ich soll mal in meinen Kleiderschrank schauen, was er mir alles gekauft hat. Und wir wären ja schließlich auch im Urlaub gewesen. Ja. Und habt ihr euch die Miete geteilt? Wie waren eure Einkommensverhältnisse? Naja, ich war ja krank. Also ich war eigentlich die kompletten 1,5 Jahre war ich krankgeschrieben. Und ich hatte nur Krankengeld, ich glaube 800 Euro oder sowas. Und ja, und er hat aber auch eigentlich, also eigentlich weiß ich gar nicht, wo er sein Geld her hatte, weil gearbeitet hat er zu dem Zeitpunkt auch nichts mehr. Ja, also. Okay. Also auch eine finanzielle Gewalt in Form von kompletter Ausbeutung. Ne? Genau. Zu welchem Zeitpunkt in diesen 1,5 Jahren hast du zum ersten Mal bemerkt, dass ganz gewaltig was mit ihm nicht stimmt, dass er gestört ist? Also es war ja so, also Gewalt gab es ja relativ schnell, aber diese Gewalt
hat sich so extrem gesteigert. Also es war so, dass er, dass wir teilweise da 2, 3 Stunden saßen und er immer wieder auf mich eingehackt hat und immer wieder mich beschimpft hat und mich angespuckt hat, irgendwas nach mir geworfen hat, nach mir getreten hat. Und das ist alles immer länger geworden. Also das war, ne, das waren dann mal 2 Stunden, mal 3 Stunden, dann war ich da 4 Stunden gesessen und am Schluss hat sich das über 3 Tage hin, hat sich das ausgebreitet, dass er wirklich immer zu und er hat nicht von mir abgelassen. Und da habe ich gedacht, okay, da du musst schauen, dass du hier wegkommst. Und das habe ich auch oft probiert, aber das war tatsächlich sehr schwierig für mich. Also weil ich auch, ich war einmal, als ich ausgezogen bin, war ich bei meinen Eltern und dann bin ich doch wieder zurück und dann wollte ich, dann bin ich mir blöd vorkommen. Ich habe mich geschämt, dass ich das nicht schaffe, einfach von ihm wegzubleiben. Und dann habe ich in meinem Auto geschlafen und ja, also ich habe es nicht hingekriegt und aber ich hab jedes Mal Angst gehabt vor so einer Situation, dass ich wieder in so eine Situation komme, dass er mich wieder so über so viele Stunden wieder in seiner mich wieder quält. Also das davor habe ich furchtbare Angst gehabt. Zu diesem Zeitpunkt, wer wusste denn, was dahinter verschlossenen Türen passiert? Wusste das überhaupt jemand? Eine beste Freundin, eine Schwester, Nee. ein Bruder? Also die wussten Niemand? alle, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, aber so extrem hat es keiner gewusst. Dich niemand darauf angesprochen, dass du dich verändert hättest oder dass du dich isolierst, dass du anders bist? Naja, ich hatte ja wirklich dann auch mehrere Monate eigentlich keinen Kontakt zu niemandem mehr, weil ja, alle so furchtbar und schlecht für mich sind und alle, ja, er hat über jeden irgendwas gewusst. Also, ja, also alle waren schlecht auf jeden Fall und deswegen hab ich eigentlich meine Familie und meine Freunde auch gar nichts mehr gesehen. Ne? Ich hab irgendwann, habe ich so einen Nebenjob angefangen. Und da hat mich die eine Frau hat mich dann da angesprochen, weil er, das war nachdem er mich das eine Mal vergewaltigt hatte, da war er praktisch hinter mir und hat mich so in die Kissen gedrückt, dass ich keine Luft bekommen habe. Und er hatte seinen Arm in der Nähe von meinem Mund und dann habe ich ihn gebissen und dann hat er mir in den Hals hinten ins Genick reingebissen und das hatte die Frau damals gesehen gehabt und hat gesagt, was hast denn du da? Und dann habe ich gesagt, das, ja, also habe erst ein bisschen rumgedruckst und dann hat sie gesagt, ist das ein Biss? Und dann habe ich gesagt, ja. Und die hat dann, also die haben mir sehr, sehr, sehr geholfen. Die hat gesagt, Anja, wenn irgendwas ist, du kannst, egal wann, kannst du zu uns kommen. Und die haben damals eine Kasse aufgestellt. Dort, wo ich gearbeitet habe, wo mein Geld drinnen war, weil ich teilweise nicht tanken konnte, um auf die Arbeit zu kommen, weil er mir ja alles Geld weggenommen hat. Was meinst du mit, er hat dir das Geld weggenommen? Naja, da hat er dann in meinem Geldbeutel geguckt oder hat mein Online-Banking benutzt und solche Sachen. Und also ich habe eigentlich gar nichts mehr, ich habe selber eigentlich nichts mehr gehabt. Okay. Wenn du jetzt im Nachhinein so auf die Beziehung blickst, gerade in dieser Kennenlernen und in dieser Lovebombing-Phase, was würdest du denn aus heutiger Sicht sagen, was damals schon Red Flags waren? Also, ich konnte ihn überhaupt nicht riechen. Ich fand, er hat wirklich einen ganz furchtbaren Eigengeruch gehabt. Und auch sein Parfüm war total ekelhaft. Also wirklich. Okay. Und das wäre heute wirklich was, wo ich, glaube ich, sofort darauf reagieren würde. Und was auch noch
totale Red Flag für mich war, war, dass er mir ungefähr nach einer Woche, als er da im Ausland war, mich da angerufen hat und er mir gesagt hat, er vermisst mich so furchtbar und er dann zu mir gesagt hat, ich muss es dir jetzt wirklich sagen, aber ich liebe dich. Nach einer Woche. Ja, und das war so für mich, also das hat mich, aber hat mir auch nicht geschmeichelt, überhaupt nicht. Also das war was, wo ich mir gedacht habe, das weiß ich nicht, wie oft ich das schon zu irgendjemandem gesagt habe. Das ist was ganz Besonderes und das kann man nicht nach einer Woche. Das geht nicht. Natürlich nicht. Aber es ist auch tatsächlich der Klassiker. Ja. In Anfängen von toxischen Dynamiken und so narzisstischen Beziehungen, dass immer sehr, sehr, also alles sehr, sehr schnell geht. Ja, es gibt Ausnahmen, wo es nicht ganz so schnell geht, aber das sind lediglich die Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Weil man muss sich einfach vorstellen, dass das, was in der Lovebombing-Phase passiert, ist ja, man lernt einen Menschen kennen, der so nicht existiert. Man verliebt sich in eine Illusion, in jemanden, den es nicht gibt. Denn das gehört nicht zu seiner, in Anführungszeichen, wahren Identität. Narzissten haben ja kein Selbst. Das heißt, ihre Verhaltensweisen in der Lovebombing-Phase sind ein Resultat aus der Fähigkeit, der angeeigneten Fähigkeit zu beobachten, auch um an emotionale Zufuhr zu kommen, wovon Narzissten sich ja auch ernähren, ne? Also von emotionaler Zufuhr und der Interaktion mit Menschen. Und das ist alles gespielt. Und spielen kostet unheimlich viel Kraft. Das heißt, ganz viele Frauen, wenn ich sie frage, wie lange hat die Lovebombing-Phase gedauert, sagen sie mir, ja, das erste Jahr war wirklich gut. Ne? Und dann fragt man nach, war es wirklich so gut? Gab es nicht einen Moment, der dir so ein bisschen komisches Bauchgefühl gegeben hat? Und wenn sie dann länger darüber nachdenken, dann kommen ihnen auch diese Red Flags, die sie ignoriert haben. Ignoriert ist vielleicht auch nicht immer der passende Ausdruck, weil diese Art von Red Flags bringt einem ja keiner bei. Ne? Und deshalb an der Stelle, Ladies, euer Bauchgefühl, gelernt oder nicht gelernt, ist immer ein erstes Anzeichen dafür, dass ihr wachsam und achtsam sein müsst und einen Schritt zurückgehen müsst und die Situation von außen betrachten, ne? Von außen beobachten. Was hat dazu geführt, Anja, dass du nach mehreren Versuchen, dich zu trennen, es doch geschafft hast? Also es waren wirklich einige Versuche und ich muss sagen, dass dieses Paar, bei dem ich da gearbeitet habe, dass sie mir sehr, sehr viel geholfen haben, wirklich. Wofür ich auch wirklich sehr dankbar bin. Also die haben mich wirklich super aufgenommen. Ich hatte dann eine Wohnung. Und hatte auch wirklich dann eine Zeit keinen Kontakt zu ihm. Und dann hat er mich irgendwann angerufen, er hat geweint am Telefon und hat gesagt, er geht jetzt in die Psychiatrie, er hält es nicht aus, er weiß, er hat mir Schlimmes angetan und er möchte sich aber ändern und naja, bla bla. Und ich bin dann, also er war dann in der Psychiatrie 2 Wochen und dann hat er gesagt, er würde das Wochenende rauskommen und ob wir uns sehen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann sehen wir uns und reden nochmal. Und das war dann tatsächlich unser letztes Wochenende und es war wirklich ganz furchtbar, weil er mich von Freitag bis Sonntag in der Wohnung eingesperrt hatte. Freiheitsberaubung. Ja. Und also er hatte, nachdem meine Hunde tot waren, hatte er nochmal einen Hund angeschafft, der mir sehr wichtig war, der mir auch sehr geholfen hat in der
in der Zeit. Und ich habe auch, um dann auch für mich nochmal zu sagen, okay, ich gehe definitiv auch nicht mehr dahin zurück. Ich fange jetzt ein neues Leben an. Ich hab mir auch dann einen Hund geholt und ich bin dann mit beiden Hunden, also mit seinem und mit meinem, in dieser Wohnung gewesen. Und dann ging es gleich wieder los. Also er hat mich wieder attackiert und er hat dann die Hunde ständig angeschrien und ja, also das war wirklich wieder, das war ein furchtbares Wochenende. Er hat mich nicht rausgelassen. Er hat dann nachts einen Baumstamm vor die Tür geschoben, so einen richtig großen, damit er mitkriegt, falls ich versuche, aus diesem Schlafzimmer rauszugehen. Hat mich verprügelt, er hat mich bespuckt, er hat mich vergewaltigt. Also es war das volle Programm gewesen. Und dann hat diese Bekannte von mir, bei denen ich gearbeitet habe, die hat irgendwie, hat die sich gedacht, Mensch, die hat sich schon die ganze Zeit nicht gemeldet und hat mir dann eine SMS geschrieben. Und wir hatten ich hatte so eine bestimmte Unterschrift bei denen. Also ich hab immer einen anderen Namen geschrieben, wie ich, also liebe Grüße und dann diesen anderen Namen und dann hatte ich mit meinem Namen unterschrieben und da hat sie gemerkt, da stimmt irgendwas nicht. Und hat angerufen am nächsten Tag und hat gesagt, du musst bitte kommen, wir haben einen Notfall, schau bitte, dass du kommst. Und dann hat er mich gehen lassen, hat aber gesagt, weil ich dann gesagt habe, ich nehme zumindest meinen Hund mit, und hat er gesagt, kannst du vergessen, der Hund bleibt hier. Und hat mir meinen Geldbeutel nicht mitgeben und alles nicht. Und er hat zu mir gesagt, verarsche mich nicht, sonst bringe ich die Hunde um. Aha. Und Also das ist alles, was du beschreibst, ist ja schon psychopathisch. ja. Und jetzt ist auch klar, wer die Hunde umgebracht hat. Was ist dann passiert? Ich bin dann eben dahin gefahren und die Bekannte hat dann zu mir gesagt, bleib ruhig, es ist alles okay. Ich bin erstmal runter im Keller und habe mich im Keller versteckt. Und dann hat sie gesagt, jetzt müssen wir zur Polizei. Also das nützt alles nichts. Das machen wir jetzt. Und dann bin ich zur Polizei, habe seinen Namen genannt und dann sagt der Polizist zu mir, also dreht mir den Bildschirm und sagt, meinen Sie den? Dann sage ich, ja. Sagt er, okay. Sind Waffen im Haus? Beschreiben Sie mir bitte, wenn ja, wo? Beschreiben Sie mir bitte die Wohnung. Und dann ist das SEK angerückt. Und hat ihn praktisch aus der Wohnung geholt. Das heißt, er war schon Ja, bei der Polizei bekannt. Hast du je genau. erfahren, warum? Ich weiß, dass er wegen Stalking, das weiß ich. Aber also ich weiß tatsächlich nicht, warum die so groß aufgefahren haben. Also Naja, wenn sie nach Waffen gefragt haben, dann, du hast dich ja vorhin auch gefragt, ne? Du weißt gar nicht, warum er immer irgendwie trotzdem Geld hatte. Natürlich von dir erstmal, ne? Und da liegt nahe, dass da einfach eine kriminelle Handlung auch dahinter gesteckt ist. genau. Was wieder einfach diesen malignen Narzissmus, aka Psychopathie, Soziopathie, vermischen sich ja ganz oft diese Traits, also diese Verhaltensmerkmale, dass das ganz offensichtlich war. Du warst bei der Polizei, weil du ihn anzeigen wolltest, richtig? Genau. Hast du das auch gemacht? Und was ist dann passiert? Also das SLK ist vorgerückt, hat ihn geholt und dann. Also es war, während ich auf der Polizei war, habe ich mitbekommen, wie sie gesagt haben, also ne, es stehen zwei Autos vorm Haus, die beobachten ihn, er ist gerade auf dem Balkon. Und dann hat er mich angerufen. Und dann hat der Polizist gesagt, nicht ans Telefon gehen, klingeln lassen. Und dann hat er mir auf die Mailbox gesprochen.
Also so auf die Art, hallo Schatz, wo bleibst du denn? Ich warte auf dich, ich habe gekocht, ich sitze hier mit den Hunden und es ist eigentlich total schön, fehlst nur noch du und ich wollte mich bei dir entschuldigen, dass ich gestern so aufdringlich war. Aber ne, also er war praktisch so scharf auf mich und er konnte sich da nicht zurückhalten. Ich muss es aber bitte entschuldigen und er liebt mich doch so sehr. Und Danke. ja. Und also er hatte in der Zeit viel gekifft, als wir zusammen waren. Hat es auch immer damit erklärt, dass es für mich nur von Vorteil ist, wenn er kifft, weil er dann wesentlich ruhiger ist und ich Glück habe, weil ich dann nicht so oft was abkriege. Und er hatte gelegentlich, gekokst. Das hat er aber immer vor mir verborgen, weil ich sowas ganz furchtbar finde. Also ich mag das überhaupt nicht und deswegen hat er das auch immer eher heimlich gemacht. Aber es gab so ein Kästchen, da war praktisch dieses Koks immer drin gewesen. Also die Polizei hat ihn mitgenommen und hat mir dann meine Handtasche zum Verhör mitgebracht am nächsten Tag. Und ja, und dann gucke ich in meine Handtasche rein Und und dann dann war da liegt da. Kokain. Ja. Also, ich habe da reingeguckt, habe ich gesagt, das, was da drin ist, gehört nicht mir. Ich sagte, Sie können mir sofort Drogentest und alles können Sie mit mir machen. Ich habe damit nichts zu tun, das gehört nicht mir. Er hat in der Zeit wirklich die ganze Bude aufgeräumt. Es war, also als ich da weggegangen bin, da waren überall Scherben, da war ein Riesenzustand. War dann alles gar nichts mehr gewesen und ja, Was genau. ist denn aus der Anzeige geworden? Wahrscheinlich eine Körperverletzung. Ja, Körperverletzung, Vergewaltigung und so weiter. Ja, wir hatten dann auch einen Gerichtsprozess. Ja. Also ich bin letzten Endes bin ich raus, man konnte ihm nichts nachweisen. Man hat mir eine Borderline-Störung attestiert. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Ich war in München auch bei einer Gutachterin. Das war richtig übel. Das war wirklich richtig übel. Mein Gott. Er hat mich ausgelacht. Er hat mich wirklich ausgelacht. Also wie ging dieses Verfahren denn aus? Er ist freigesprochen worden aus Mangel an Beweisen. Genau. Was ja grundsätzlich, das denken die Leute auch immer, ne? Die Gesellschaft. Mangel an Beweisen heißt ja noch lange nicht unschuldig. Aber Also was ist das mal nach? die Richterin hat zu mir gesagt, sagt, es ist sehr schade, dass wir ihm das nicht nachweisen können, sagt sie, aber ich glaube Ihnen jedes Wort. Das hat die Richterin gesagt. Von wem wurde er denn vertreten? Weißt du den Namen des Anwalts noch? Ja. Denke ich mir. Ja. Ich dir jetzt sagen? Kannst du ihm gerne sagen, also ich habe kein Nee, Problem. nee. Nein. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja, ich weiß es aber, ja. Denke ich mir. Aber die Richterin musste sich dem beugen, weil keine Dinge sind. Wer hat denn dieses Gutachten gefordert von dir? Das war die Gegenseite gefordert. Ja. Eine Borderline-Störung. Auch der Klassiker. Ja. Der Klassiker. Ich glaube, es gibt keine andere Diagnose, die so oft fälschlicherweise Opfern von Missbrauch übergestülpt wird, wie diese Borderline-Diagnose. Das ist, wenn man sich mal mit dieser ganzen Entwicklungsgeschichte der Diagnostik beschäftigt, mal ein paar Jahrzehnte auch zurück, wie die entstanden sind und wer diese Kriterien alle aufgestellt hat, egal ob jetzt im DSM oder im ICD 10, 11, was ja gerade aktuell ist, also das ICD 11,
dann kommt man sehr schnell dahinter, dass das so eine Massendiagnose für Frauen ist, die missbraucht worden sind. Und dass ganz viele Frauen denken, sie hätten so eine Borderline-Störung. Und es ist einfach, es ist ein ewiger Kampf. Und gerade was das Thema Vergewaltigung angeht, also es gibt Studien, natürlich Statistiken, dass die Vergewaltigung, also da wird eine von 100 überhaupt angezeigt. Ja, also die Dunkelziffer ist da weitaus höher der Tatbestände. Oder lass mich korrigieren, ich glaube, nur eine von 100 Vergewaltigungen wird verurteilt. Das ist die am wenigsten verurteilteste Straftat in Deutschland. So ist es, glaube ich, richtig. Ja. Das ist ein Armutszeugnis für unser Rechtssystem. Nicht nur für unser Rechtssystem, sondern auch gesamtgesellschaftlich, global gesehen. Mit dem Gerichtsprozess war dann ja dann auch die Beziehung beendet. Richtig? Richtig. Mhm. Welche Folgen und welche Auswirkungen hat das bei dir hinterlassen und wie lange hast du gebraucht, um das alles zu verarbeiten? Ich hatte unheimlich viel Angst. Also ich hab so viel Angst gehabt. Er hat mir auch immer gedroht gehabt. Er lässt mich wegbringen. Er schafft mich ins Bordell und solche Sachen. Also er legt Feuer bei meiner Familie. Also so, ich hatte unglaublich viel Angst. Ich hatte um mich Angst, ich hatte um meine Familie Angst. Und das ist lang so geblieben. Also ich habe bei uns also die Stadt, die nächste Stadt habe ich nicht mehr betreten, weil ich Angst gehabt habe, dass er mir über den Weg läuft. Also ja, ich hatte Panikattacken. Mir ging es wirklich da nicht gut, eine ganze Weile nicht gut. Also das. Wenn du sagst, eine Hauptsächlich ganze, Angst, ja. wenn du sagst, eine ganze Weile. Kannst du ungefähr einschätzen, wie lange es gedauert hat, bis du einigermaßen wieder erholt und geheilt warst? Ich würde mal sagen, so 1,5, 2 Jahre. Okay. Hattest du therapeutische Unterstützung? Hast du dir Hilfe gesucht? Ich war 4 Jahre lang, war ich bei einem Therapeuten und ja, ich glaube, der hat einen guten Job gemacht. Hat er die Gewalt erkannt, diese partnerschaftliche Gewalt? Ja. Tatsächlich hat er auch damals zu mir gesagt, das ist ein Narzisst. Oh, Halleluja, es gibt sie doch noch. Ja, ja, Es gibt doch noch ja. Psychotherapeuten, Therapeutinnen, PsychologInnen, die das erkennen und nicht irgendwie auf ein Kindheitstrauma oder keine Ahnung, eine Vaterwunde, Mutterwunde. Gott, ich kann es manchmal nicht mehr aussprechen, weil wirklich, da kriege ich Würgereiz jedes Mal, wenn ich das sage und auch natürlich ein Horror, wenn ich das höre von anderen, na, dass die Frauen mal bei sich schauen sollten und dass sie an so einen gewalttätigen Mann geraten haben. Hätte ich was mit ihnen zu tun, mit ihnen selbst und Vaterwunde, Seelen, Karma, Zwillings, Flammen, Schwestern, Brüder, was weiß ich, wie das alles heißt. Ja, also ganz furchtbar, dieses Victim Blaming. Und da hast du wirklich Glück gehabt. Weil das ist selten der Fall. Die meisten Frauen, die zu mir in die Einzelsitzung kommen, die haben ganz viel Therapie hinter sich, auch jahrelang, und es hat einfach nichts genützt. Die sind kein Stück weitergekommen. Und es liegt daran eben, dass die Lobby der Psychologie, was das Thema Narzissmus, toxische Beziehungen angeht, ganz kläglich und erbärmlich versagt hat. Und zwar auf ganzer Linie. Die Häufigkeit, mit der Frauen partnerschaftlicher Gewalt ausgesetzt sind, und wie diese strukturelle Gewalt, und wenn wir hier von jeder dritten Frau sprechen, in unserer Gesellschaft eingebettet ist und es immer noch Menschen da draußen gibt, die Frauen erzählen, Vaterwunde, Zwillingskarma, Schwesterseelen, Mist, dann stellen sich bei mir alle Haare auf. Nee, hatte ich Glück, wirklich. Super. Ja. Ja.
Jetzt ist es 16 Jahre her. Mhm. Podcast ist deine eigene Geschichte noch mal etwas aufgewühlt worden. Was würdest du den Frauen, die da draußen Ähnliches erlebt haben, heute denn raten? Wovor würdest du sie gerne warnen und was würdest du ihnen gerne mit auf den Weg geben? Ja, das ist schwierig. Also, wenn ich jetzt von mir ausgehe, wirklich auch diese Red Flags beachten. Und ich glaube, wenn man wirklich gute Freunde hat, dann sollte man sich denen auch anvertrauen und sich Hilfe holen, weil die bestimmt nicht dann weg sind, wenn man sich doch nochmal umentscheidet. Also so wie das jetzt bei mir der Fall war. Ich habe gedacht, okay, nee, jetzt bist du wieder zurück und jetzt erzähle ich es lieber keinem mehr. Und ich hole mir auch keine Hilfe. Ich schaffe das schon alleine. Nee, man muss es nicht alleine schaffen. Also es ist wichtig, dass Frauen den Mut haben und diese Hürde des Schams und der Schuld überwinden und sich jemandem anvertrauen. Das ist so der erste Schritt. Und dabei ist es natürlich ganz wichtig, abzuwägen, wem sie das erzählen. Ne? Das ist immer ein bisschen tricky. Jemand, der das noch nie erlebt hat, der kann sich das nicht vorstellen, was hinter verschlossenen Türen passiert. Und deshalb heißt das ja auch häusliche Gewalt, weil es im Haus passiert und nicht vor Zeugen. Ne? Und darüber denken die Menschen aber nicht nach. Und abgesehen davon, ist natürlich auch so ein Hauptdiagnosemerkmal von dieser dunklen Triade, wenn man in der Psychologie spricht, natürlich dieses nach außen hin sehr charmante, dieses hilfsbereite, dieses eloquente, was habe ich gehört, das ist ein Ehrenmann und integer und was weiß nicht alles, ne? Und da kommt keiner auf die Idee oder keiner weiß, dass das so dieses Charismatische und alles, was so zu diesen guten Attributen gehört, eigentlich Red Flags sind. Also nicht eigentlich, sondern es sind erstmal Red Flags. Ja. Und Opfer, gerade die Opfer, die so massiv Gewalt erfahren haben wie du, wo das dann auch in die nächste Instanz geht, eben dann vor Polizei, mit Gericht oder Familiengericht, die werden durch dieses System ein zweites Mal zum Opfer gemacht, weil sie keine Gerechtigkeit erfahren. Und das ist erschreckend und es ist abermals ein Armutszeugnis für unser Rechtssystem und für das, was wir hier in 2024 immer noch erleben. Ich glaube, wir haben jetzt, ja, wir haben jetzt April und ich habe vor ein paar Tagen mal geguckt. Also ich glaube, wir haben in den ersten 3 Monaten des Jahres schon knapp 30 Femizide. Also schon knapp 30 Frauen, die aufgrund ihres Geschlechts ermordet worden sind. Und nichtsdestotrotz ist, dass ihr euer Schweigen brecht, ein erster Schritt, um daran etwas zu verändern. Jede Frau, die ihre Geschichte hier erzählt, trägt ein Stück weit dazu bei, dass vielleicht eine andere Frau gerettet in Anführungszeichen wird, dass der erste Schritt passiert, sich im Klaren darüber zu werden, dass man vielleicht in so einer Beziehung steckt und dann dementsprechend zu agieren. Anja, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Geschichte und dass du, und ich kann mir vorstellen, das können natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer auch nicht sehen. Man sieht dir an, dass es dich aufgewühlt hat, nach so langen, nach so vielen Jahren diese Geschichte nochmal zu erzählen. Wird dich vielleicht auch noch ein paar Tage begleiten. Und dennoch hoffe ich, dass in ein paar Tagen du da sehr stolz auf dich bist und dass das vielleicht ein kleines Stück auch dazu beiträgt, dass diese Geschichte noch ein bisschen mehr verarbeitet wird. Vielleicht noch so etwas als, um es abzurunden. Denn du hast tatsächlich ganz viel Arbeit gerade geleistet. Jede Frau, die sich selbst heilt, heilt irgendwo auch eine andere Frau mit. Dankeschön. Ich danke dir ganz, ganz herzlich nochmal und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Kraft
und nur das Beste. Vielen Dank. Ganz liebe Grüße von hier nach Bayern ins andere Bayern. Danke dir, Anja. Danke. Weiß ein Narzisst eigentlich, was er tut? Der toxisch-narzisstische Mann ist sich sehr wohl bewusst, und zwar zu jedem Zeitpunkt, dass er dich misshandelt und was er dir antut, auch seinen Kindern. Er verliert nicht einfach die Kontrolle über sich, weil die Therapie nicht die richtige ist oder weil sein Kindheitstrauma noch so tief sitzt oder weil du es provoziert hast. Denn er scheint sich und sein aggressives Verhalten sehr wohl im Griff und unter Kontrolle zu haben gegenüber seinem Chef oder seiner Chefin, den NachbarInnen, Kolleginnen, Freundinnen, den Menschen aus der Schule und im Kindergarten eurer gemeinsamen Kinder, seiner oder deiner Familie. Denkt mal darüber nach.